Willkommen zurück zu Banjo-Kazooie. Im letzten Part haben wir natürlich Bubble Gloop Swamp abgeschlossen. Und wir sind jetzt wieder als Krokodil Banjo. Wir waren letztes Mal in dem Part gestoppt bei... meine Sonnenbrille ist runtergefallen. Jetzt super, super, naja. Okay, sehr guter Start. Nun, jetzt geht's los zum Bubble Gloop Swamp. Warum sind wir jetzt wieder in Bubble Gloop Swamp vor dem Eingang? Nun, ich habe mich jetzt als Krokodil wieder verwandelt für den lieben Banjo. Denn hier gibt's natürlich... ein Puzzle, wo wir jetzt unsere nächste Welt öffnen wollen. Gobbys Valley wäre normalerweise die sechste Welt, aber wir gehen jetzt nun in die fünfte Welt, wo es richtig kalt wird. Was auch passend ist für den Sommer, wenn ihr schon Eiscreme esst zu Hause. Nun, los geht's. Es geht jetzt kalt her in Freezy Peak. Freezy Peak, eine meiner Lieblings-eiskalten Welt, passend für den Sommer. Und da ist es schon, Freezy Peak. Ich habe als erstes gedacht, da wäre jetzt, was soll ich denn sagen? Nun, jetzt haben wir dann schon hier abgeschlossen. Jetzt müssen wir nur noch zurück zu dem Platz, wo wir gehen müssen. Der Freezy Peak müsste wahrscheinlich über den Bubble Gloop Swamp sein. Also da müssen wir jetzt entweder... als Krokodil-Banjo gehen wir sowieso drüber. Wir brauchen jetzt nicht zurückverwandeln zum Mumbo. Der wird uns sowieso wieder zurückverwandeln, wie immer. Ja, Mumbo-Magie gleich aus. So, aber alle. Super. Ihr bietet mir die Stirn. Euch fällt dazu das Hirn. Ja, chill. Wir haben schon ein Hirn, aber du nicht, Grundhilda. Wir werden dich den Arsch schon später treten. Wir können jetzt noch nicht drüber gehen. Ich weiß ja, selbst bei dem Hexenstatue können wir nicht drüber gehen. Ich weiß nicht wieso, aber... vielleicht brauchen wir noch eine weitere Fähigkeit. Falls ich mich nicht geirrt habe. Ich möchte natürlich alle Puzzleteile schnappen. Aber ich habe gehört, dass zwei Puzzleteile dann noch übrig bleiben dann am Ende des Spiels. Die werden aber nicht so sehr benützlich sein. Aber... lass uns jetzt schnell wieder zu Gobbys Valley gehen, denn hier haben wir noch einen Weg irgendwo zum Freezy Peak, wo ich mich freigeschaltet habe. Hier musste man natürlich mit einem Puzzlebaum von Banjo dann durchkommen, da kriegt man noch was Neues. Die Stiefel werden natürlich dann für Gobbys Welle dann gebraucht. Aber hier müsste ein Weg sein. Jetzt ist es ein bisschen laggy. Also sorry, falls ihr das wissen wollt. Ich spiele jetzt gerade im Emulator. Zack. Wir haben hier genug Helfs. Also haben wir noch ein paar Federn mit? Haben wir schon genug? Ja, 50 haben wir, ja. Wo geht es jetzt zu Freezy Peak nochmal? Ich bin jetzt auch schon jetzt ziemlich verwirrt. Muss man da etwa drüber gehen? Ich muss auch nochmal versuchen, weil die Vase habe ich nicht mehr treffen können. Jetzt geht's. Oh. Was haben wir hier drin? Ja, hier kommen wir zur Statue. Super. Nee. Ha? So, damit haben wir jetzt schon jetzt fünf Puzzleteile in dieser Welt jetzt geschnappt. Also wir haben jetzt die vierte Welt schon abgeschlossen. Ich habe jetzt schon gewundert, wie komme ich jetzt eigentlich zu diesem Puzzleteil im letzten Part, aber ich war so ratlos und da wusste ich schon jetzt, ja, die Vase war ja natürlich die Abkürzung zum Turm hier oben. Jetzt ist es ein bisschen laggy auf 16 FPS, ich weiß nicht wieso das so ist, aber ich glaube, das ist wegen den ganzen Sprites und so weiter. Also verzeiht mir, wenn es euch dann laggen würde. Aber für euch wird es sicherlich das YouTube-Video für 60 FPS dann eh hochgeschraubt. Wichser durch jetzt mal platt machen hier. Die verbrauchen jetzt zwei Schläge. Ich weiß, in Banjo-Tooie werden die natürlich respawnen. Ah ja, da ist die Eiswelt. So, zack. Ah ja, das mit den Honigbienen, die habt ihr schon im letzten Part gesehen. Diese Bienen tun uns Schaden, wenn wir nicht wegrennen. Also die Honighäuser, die jetzt mit Bienen übersät sind, die dürfen wir nicht betreten. Aber genug gelabert, wir werden jetzt mal kurz extra hier nachschauen, was hier gibt.
Und zwar vor Freeze, von den Tor von Freezy's Peak. Bevor wir dann ins eiskalte Getümmel dann stürzen. Obwohl das eine meiner Hasswelten ist. Ich muss euch eins gestehen. Haha, denkt nicht, ihr könnt etwas benutzen. Bevor ihr bei Bottles Geld gelernt habt. Ja, das ist natürlich wieder sowas Neues. Da werden wir jetzt dann natürlich die neue Fähigkeit hier finden. Hier ist ein Ikambokam. So, haben wir noch was hier drüben? Hier ist nichts. Aber jetzt geht es los, Leute. Genug gelabert, genug gewartet. Jetzt betreten wir Freezy's Peak. Die eiskalte Welt. Und sogar auch die fünfte Welt des Spiels. Und die Musik ist einfach geil. Diese Welt hält einen neuen Move für euch. Bereit. Mal sehen, ob ihr ihn findet. Sehr viele kennen schon die Musik sehr gut. Hoppla, falscher Knopf. Gehen wir mal die Kazooie runter. Aua, ich habe solche Bauchschmerzen. Ich hatte diese funkelnde Ding nicht futtern sollen. Bitte helft dem armen Boggy. Aua. Sollen wir in etwa jetzt... Hast du Bäuerchen? Bauchschmerzen? Dr. Banjo ist schon unterwegs. Nimm das! Was? Oh Mann, wie sollen wir das jetzt schaffen jetzt? Der arme Broggy, der hat jetzt natürlich den Puzzleteil verschluckt. Und das hat natürlich jetzt wahrscheinlich Sodbrennen verursacht, sagt man so. Ja, Sodbrennen. War ja ziemlich blöd bezeichnet, aber... Die Welt ist jetzt ziemlich vielfältig. Man sieht ja schon richtig winterlich. Und es passt ja sehr gut zu einem Sommerwetter, wenn man wirklich Kaltes wünscht. Hier ist mal ein kalter, frostiger Part für euch. Im Freezy's Peak. Und die Gegner, es gibt auch neue Gegner wieder. Oh Mann, ja, diese Schneemänner. Oh, die haben mich echt jetzt gestresst. Damals in meiner Vergangenheit. Wow. Und ja, die Welt wird auch ziemlich schwierig sein, also nicht wundern, warum ich ja dann jetzt öfters failen werde, denn Freezy's Peak ist eine meiner Lieblingswelten, mit der Musik nur, aber die Welt ist ziemlich frustrierend für viele Leute. Manche finden die Welt ziemlich okay, ziemlich einfach, aber für manche ist es ein... Aua, ja, das Wasser ist eiskalt, das schadet uns. Ist das Wasser zu kalt, Banjo? Dann bleibe lieber draußen. Egal, Bockam. So, da haben wir jetzt noch ein paar Noten. Und es ist ziemlich glitschig mit Banjo. Daher ist es auch mit Kazooie ein bisschen einfacher zu rennen. Die Schneemänner müssen wir richtig meiden. Aber die kann man dann irgendwann mal dann töten. Wenn man, wenn man die passende Fähigkeit hat. Und hier sind lauter Geschenke. Was haben wir hier? Ein böser Bär! Puh, jetzt kann sich Wusa heraustrauen. Hey, komm her! Gib her, das ist mein Puzzleteil. Das ist ein Puzzleteil. Naja, da muss ich jetzt etwas tun, damit er, der Woser, dieser Seelbär oder Seelöwe, sagen wir so. Hier ist ein extra Leben. Eine goldene Feder. Und noch eine goldene Feder. Vielleicht haben wir noch den Mumbo hier. Der wird uns wahrscheinlich wieder verwandeln. Irgendwas Spezielles. Ja, Woser, wir wissen, dass du jetzt Angst hast. Hier ist ein Weihnachtsbaum. Wie schön. Und die Musik ist richtig geil. Das muss ich schon echt sagen, Leute. Da war Grant Kirkhope in der Vergangenheit sehr gut. Ich weiß noch selbst, er arbeitet jetzt noch für Braytonic Games, beziehungsweise
Und das Spiel von Yooka-Laylee. Ob ich Yooka-Laylee die Fortsetzung Let's Playen werde und das Hauptspiel noch einmal. Ich habe es noch nie gezockt. Dann schreibt in die Kommentare. Vielleicht werde ich es auch als Let's Play dann einstellen. Ah, du blöder Otter. Ey, Kamera, hallo? Oh nein. Nein. Ja, komm. Ich weiß. Ach ja, das ist doch echt super, geht es ab mit einem Partner. Und hier ist der Maulwurfshügel, den wir brauchen. Was hast du, Bottles? Mit dieser Attacke wirst du die Königin der Lüfte, Kazooie. Na, klingt super. Erklär mehr, Blindschleiche. Wenn du fliegst, drücke den B-Knopf, um im Sturzflug auf ein Ziel herabzuschießen. Ziele genau, denn jeder Versuch kostet eine rote Feder. Hey, du machst dich nicht so... Ja, das wissen wir schon selbst. Mach fertig. Jetzt kennt ihr alle Moves, die ich euch in dieser Welt beibringen wollte. Mit den Turnschuhen, die kriegen wir erst wahrscheinlich in der 6. Welt oder sogar in der 7. Welt, wer weiß. Denn es fehlen uns nur noch 4 Welten noch zu bereisen, das heißt noch, Oh nein, du wirst mich jetzt nicht kriegen, Kollege. Jinjo! Whee! So, wo sollen wir jetzt noch gehen? Oh mein Gott, der wäre fast getroffen. Können wir da hochgehen? Das ist ein Weihnachtsbaum. Oh Mann. Nein. Oh mein Gott, das war jetzt ziemlich behindert von mir. Ja, diese Gegner, das sind auch diese Eisblöcke, das sind auch die nervigsten Gegner überhaupt. Die habe ich noch öfters gespielt als kleines Kind. Da hatte ich schon extrem keinen Bock mehr gehabt auf das Spiel mehr, weil diese Eisblöckchen, die sind echt ein Rotzkack. Gott sei Dank haben wir jetzt noch genug Eier. Ja, geht es nicht hoch? Kamera. Danke. Hier sind noch sehr viele Ikambokons versteckt und die brauchen wir dann extra mehr davon. Ich kann ja fast nicht sehen wegen der scheiß Kameraeinstellung, ne? Was haben wir hier? Drinnen im Weihnachtsbaum. Oh, da müssen wir das sammeln. Ich bin ein Geschenk. Mach traurige Bären glücklich. Ich mache traurige Bären glücklich. Ja, da müssen wir jetzt die Geschenke jetzt sammeln, denn es ist Weihnachten für die Bärchen, ich glaube von Brockys Kindern. Ich kann mich noch voll erinnern. Ich weiß, ich spoilere jetzt noch so viel, aber das ist nur teils blind. Also, wo ich noch ab in Click-Clockwood oder Rusty Bucket Bay oder ab, ich glaube, Mad Monster Mansion hatte ich dann, ist es dann schon blind, weil ich habe dann schon keine Ahnung mehr gehabt, wie es weitergehen soll. So, da haben wir nichts. So, dann gehen wir jetzt mal extra noch hoch. Wir werden auch den Part jetzt dann gleich beenden wieder, weil es jetzt gerade 15 bis 16 Minuten ist, dieser Part. So, da haben wir noch... Nur noch ein paar Eier. Oh nein! Bitte nicht fail! Oh Gott sei Dank, wäre ich jetzt gestorben, wäre das scheiße. Na gut. Wir werden dann bald im nächsten Part weitermachen. Wir gehen jetzt noch extra noch in zum Weihnachtsbaum in die Spitze noch und dann. Und weiter.
Und überall in dieser Welt sind wahrscheinlich jetzt die Geschenke verteilt. Und die müssen wir dann für Brockys Kinder dann finden. Dim, 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 dim. So. Aber im Großen und Ganzen gefällt mir jetzt auf einmal diese Welt, nachdem ich jetzt schon nach 20 Jahren oder fast 21 Jahren nicht mehr getraut habe, das Spiel mehr zu zocken. Wir sind Zwinklis. Beschützt uns auf dem Weg zum Baum vor den Lichterfressern. Dann können wir den Baum beleuchten. Oh mein Gott, ihr Drecksviecher. Ist aber sehr einfach, glaube ich. Oh Mann, diese Zielgerade mit dem Scheiß-Steuerung, ne? Oh Mann, ich will jetzt los, ich muss sterben jetzt. Boah, da muss man... Boah, jetzt trifft doch endlich... 30 Sekunden noch, komm. 2 brauche ich noch. So, damit haben wir es geschafft. Oh, einen Schalter haben wir hier. Puh, ziemlich knapp. Aber es hat ja geklappt. Jetzt müsst ihr nur noch den Schalter finden. Das ist hinter dem Baum. Naja, dann beenden wir gleich den Part. Boah, jetzt laggt es auch noch, ne? Wie soll das gehen? Hallo? So doof? Hä? Es geht nicht? Jetzt ruckelt es auch noch heftig bei mir. Und die verteilen auch noch die Gegner, ne? Boy. Ja, komm. Bringt ja nichts. Na gut, wir gehen jetzt mal schnell zur Hütte. Und da ist auch schon der Mumbo. Um noch ein Häuschen da reinzugehen. Die sind alle verschneit. Das ist ein Jinjo. Sogar mit Unbesiegbarkeit geht es auch nicht. Aua. Fuck, jetzt habe ich fast kein Leben mehr. Wie soll das bitte schon gehen? Und die Stiefel sind jetzt erst beim Mumbo. Alter, habt ihr echt gelitten? Oh mein, der will jetzt bloß nicht sterben jetzt. Ach, komm schon, Benjo. Och nö. Benjo. Wo ist er denn jetzt? Das kann doch nicht wahr sein. Wie soll das denn gehen? Oh, komm, jetzt geh hoch.
Kann sie jetzt wieder hochgehen? Boah, Kollege. Benjo, Alter. Dritter Jinjo. Yay. Oh nein. Fuck. Jetzt habe ich es echt verkackt. Erstes Fail. Naja, ist das Spiel für euch zu schwer? Na, ich lache immer mehr und mehr. Ja. Scheiß Gruntilda, ey, du. Die beste Leistung dieser Welt ist nur 59 Noten. Na super, jetzt muss ich die Noten wiederholen. Wie geil. Erster Fail schon in diesem Part, ne? Oh Mann. Ja. Wir haben dich schon in Bekanntschaft gemacht, Broggy. Ich weiß nicht, wie ich dich helfen soll. Naja. Kann man nichts machen. Ich konnte nicht speichern, weil ich habe überhaupt nicht gespeichert in diesem Spiel. Das ist ja logisch. Scheiße. Aber naja, kann man nichts machen. Zeit, alles neu anzufangen, ist doch nicht die halbe Welt. Ah ja, da ist das Iglo, das wir jetzt noch dann betreten werden, dann im nächsten Part. Oder jetzt noch? Nee. Machen wir das im nächsten Part. Mal sehen, wie wir uns dann später sehen im nächsten Part, Leute. Also, das war's auch schon jetzt mit Banjo-Kazooie hier in Freezy Peak. Weiter geht's dann noch weiter. Wir werden weiterhin diese eiskalte Welt noch weiterhin nachschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Red Pugetendo. Ciao!